Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Horrorfolge. Heute spielen wir They Are Here. Ja, sie sind hier, auf Deutsch gesagt. Gut, schauen wir mal kurz in die Einstellung, ob wir denn noch irgendwas einstellen müssen. Audio machen wir mal so auf 75 circa. Wir wollen ja auch genug hören, ne? Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, drücken auf neues Spiel. Hallo? Oh. Alter. Auf der Graceful Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts beobachtet. Okay? Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt, die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug? Oder ein Wunsch, alle auf sie aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation? Die Journalistin Taylor Fox reist zu Graceful Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Und das denn dann wohl wir? Alter, Junge, das war was auf dem Headset. Fängt doch schon mal gut an. Herunterladen. Okay. Gut. Aha. Ich höre was. Ein Auto, glaube ich. Hallo? Ich sehe nicht. Oh. Aufgabe: Mit dem Farmer Peter Sherman reden. Okay. Uiuiui. Okay. Huch. Oh, ich sehe schon Lichter. Oh, Alter. Oh, blendet ja. Mal kurz schauen. Wie sieht es denn hier mit der Bewegung aus? Ne? Okay, und sorry nochmal für die Ruckler der Facecam. Tut mir echt leid. Also, verzeiht mir ja. Gut, ich versuche jetzt, falls er ausfahren sollte, ich werde es hoffentlich merken. Hoffentlich. Also, ne? Gut, da würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Wir sollen Peter Sherman finden. Ich muss sagen, für so ein kleines Indie-Horror-Game hat das echt schöne Grafik. Was steht da? Keine Ahnung, gar nicht lesen. Huch. Oh. Linke Maustaste gedrückt hat, um ein Foto aufzunehmen. Dies ist ein großartiges Material für eine Fotostory. Okay, gut. Mal gucken. Müllsack.png, da bist du ja wieder. Schon wie in, Wrong Floor. Naja, gut. Alter, das hat schon was. Ja, doch. So, komischerweise wurde ich gerade zurückgesetzt, aber ja, ich war dabei. Es ist wirklich sehr atmosphärisch. Okay. Gut, und ich habe mir mal ein bisschen heller gemacht. Oder für euch, damit ihr meinen Gesichtsausdruck auch sehen könnt. Okay, wir. Da brennt Licht. Ich wollte mal schon vorher sagen, das ist eine Demo, also, ne? Das ist noch nicht die Vollversion. Gibt's auch nicht. Ein Zettel. Zettel des Farmers. Oh Gott. Text, Text, Text. Okay. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden die Hilfe anzugehen. Komisches Deutsch. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Also da lässt er uns ja auch noch Zettel und wir können persönlich mit ihm reden. Aufgabe, das Haus untersuchen. Naja, okay, gut. Wo müssen wir hin? Telefon. Mein Gott, ich erschrecke mich beim Telefon aufnehmen. Danke dafür. Was? Außer Funktion. Okay. Guck mal die Familie. Gute, nette Familie. Sie hat eine nette Familie. They are here. Ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene.
Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Genau, warum wusste ich das nicht? Okay. Okay, ist das ein Feuerlöscher? Tatsache. Immer gut, den im Haus zu haben. Und ein Sicherungskasten. Okay. Ich hoffe, wir müssen den nicht benutzen. Das wäre ein bisschen gruselig. Schicke Bilder. Guck mal, ein Hundi. Oh. Okay, gut. Dann lass uns erstmal in die dunkelste Tür gehen. Ich hoffe, wir erschrecken uns hier auch so. Oh, das ist anscheinend das Alien-Forschungszimmer. Okay. Ach, Leute, ich sehe schon. Eieiei. Ich habe vieles über diese Umbauer ja gelernt. Man erzählt die genau. Das sind keine kleinen Momente. Schade. Sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. Alter, die Musik. Junge. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Also im restlichen Körper mit überproportional großem Kopf. Tiefe, schwarze Augen. Graue Haut. Eine lange, dünne Blutmaße. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Die Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Das ist nicht gut. Alles beginnt mit Grenzlicht an der Höhe, in der Nähe des Hauses. Die haben Seelen, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen. Das Tiere beginnt zu rasen. Dann stoßen Menschen auf Gedächtnislücken. Das ist die Zeitspanne, in der sie sich an nichts erinnern können. Also sehr einfach. Als sie das Bewusstsein wieder erlangen, befanden sie sich anderswo wieder. Zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße, mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren im Körper finden. Zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung verfügbar. Ein Fremdkörper, der sich mit der Haut berührte. Oh, das ist ja gut. Ich sehe uns hier versteckt. Oh, geht's hier nicht. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Fotos aus dem Internet. Sieht so aus, als hätte ich irgendwas Ähnliches gesehen. Okay. Was ist das hier? Found my old diary. Oh Gott, ey, geht da. Ich habe ein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Ich konnte die Aliens vergessen. Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge. Aber es ist wahr. Ich war im verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Gräuelverbieten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über den Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich hole die Musik wieder am Schwimmer. Ich fühlte, ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdische mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Scheiße. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. Man nicht mehr kann ich mich erinnern. Ich bin später am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, nach Hause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie ein Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Splitter an meinem Körper. Und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Ich erschrecke mich vor jedem Scheiß. Die Tür war gerade noch offen. Junge, ich hab Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es von der Musik kommt. Oh. Okay. Hier scheint die Tochter zu wohnen. Eine Zeichnung. Sie, ein Hundi der Welt und ein Alien. Das kommt mir aus wie die Aliens aus Hauptbahn. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Jetzt bleibt es beidseitig bemalt. Beidseitig. Oh! Arme Baubau. Okay. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch, als ich eintrat. Geräusch. Als sie eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. Oh, was hat die für Deutsch? Und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben.
Himmel. Okay. Kommt alle mal wieder runter. Der Junge schnauft auch schon. Mami, ich will nicht mehr. Also, anstatt nachgehört, ist ein verschwundenes Mädchen. Worte kann man sehr seltsame Laute hören. Ja. Ich will nicht, Mami. Stell mir den Strom an. Einfach den Strom an. Alles ist gut. Ich kann den Strom nicht an. Oh, Scheiße. Fuck. Müssen wir denn jetzt wirklich runter? Ich will nicht. Hier war jemand drin. Mach mal über die Tür ganz zu. Okay, Fenster läuft. Oh! Die Hand auf hoch. Nein, bitte nicht! Geh weg! Kurzen Film, okay? Eine Frau fährt Auto. Böse. Ganz böse. Junge. Das Spiel ist ja voller Jumpscares. Ich dachte gerade, da steht einer. Ich will nicht mehr. Die Tür war gerade nicht offen. Okay, ist die Toilette. Da geht sich das Alien jetzt auf der Toilette. Hopp! Mach mal ganz schnell die Tür zu. Als Kind bekam ich Kopfschmerzen zu finden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wanderte ich mit der Ärzte. Aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken mit der Kopf zugekommen. Der Grund ist einfach. Die Entführung. An die Entführung durch außergewöhnliche Ereignisse erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch hatte. Eben dann begann die Migräne. Es wird mit den Ohren, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gibt es eine Schramme. Ich bin nicht sicher, sie haben mir etwas eingebracht. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Ruhe. Oh, was? Du bist mit einem seltsamen Gerät. Ach du Scheiße. Jo, diese Atmosphäre hier drin. Moin, Sir. Ich will nochmal kurz telefonieren. Geht doch nicht. Scheiße. Ich glaube, wir müssen jetzt raus. Ich hab so fucking Gänsehaut.
Vogelscheuche. Waren das vorhin schon. Das waren vorhin vier, oder? Entweder sind es vier, fünf oder ein ganzes Mutterschiff? Ich hoffe mal nicht. Scheiße. Ich muss natürlich genauer zu betrachten. Vielleicht. Ist ja gut. Okay, das beantwortet unsere Frage, es sind einzelne. Müssen wir zu unserem Auto. Jo, das ist Atmosphäre im Spiel. Was? Ich bin zurück zum Auto. Ich renne. Das werden wir definitiv spielen. Oh, Alter. Scheiße. Also muss ich online machen. Boah. Junge. Ich muss das erstmal verdauen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Holy shit.